Gehen wir weiter zur zweiten Bedingung. Schartus Thani, das ist das Wissen, Al-Ilmu Biha. Al-Ilm Biha. Was heißt das, Al-Ilmu Biha, das Wissen um die Shahada, was soll damit gemeint sein? Das Wissen um die Shahada, das Wissen um die semantische Bedeutung dieses Begriffes. Er weiß, was dieser Begriff bedeutet, was dieser Begriff semantisch aussagt, was diese sprachlichen Zeichen, welchen Inhalt und Sinn diese sprachlichen Zeichen auf semantischer Ebene implizieren. Semantischer Ebene, da meinen wir ja nie den rein sprachlichen, die rein sprachlichen Bedeutungen, die direkten, unmittelbaren Bedeutungen, die dieses Wort La ilaha illallah oder auch Muhammad Rasulullah, die diese semantisch implizieren. Nichts mehr darüber hinaus. Tamam? Weil alles, was darüber hinausgeht, ist nicht grundsätzlich erstmal keine Voraussetzung für den Eintritt in den Islam. Das heißt, Bedeutungen oder Inhalte, die nicht direkt und unmittelbar aus der semantischen Bedeutung verstanden werden, sondern infolge von, ja, ich nenne es mal Syllogismen und Konsequenzen und so weiter, das ist keine Bedingung für die Gültigkeit der Shahada.